Nächster Gegner ist Carlos Cardenas aus Ecuador. Nummer 260 der Welt, 1,85 groß. Guter Hardcourt-Spieler, so auf allen Plätzen eigentlich gut zu Hause. Ja, die Rückhand ist ein bisschen schwach, aber er platziert sie sehr gut. Aber da bringt er nicht richtig viel Schwung rein, aber dafür ist die Vorhand da besser. Da hat er eine gute Härte, eine gute Präzision. Da kann man eigentlich gar keine Schwachstelle so richtig ausmachen bei ihm. Der Aufschlag ist schwach. Den müssen wir attackieren. Ansonsten würde ich da erstmal weder Vor- noch Rückhand bevorzugen. Von der Taktik ist er gut. Ein gutes Stellungsspiel. Die Konstanz ist in Ordnung. Also da sind wir ja normalerweise mit unseren Werten immer deutlich der Konkurrenz überlegen. Da ist er jetzt auch gar nicht so schlecht. Das könnte ein enges Höschen werden. Ist er ein guter Konterspieler? Ja, also der kann schon vieles. Der kann schon wirklich vieles. So, wir schauen jetzt erstmal bei der Rallye. Wir sind natürlich sehr breit zu attackieren. Genauso die Grundlinien. Aber wir bevorzugen da jetzt erstmal gar nichts. Bei unserem Aufschlag würde ich mal ein bisschen auf die Aufschlaggeschwindigkeit gehen. Wenig Spin oder Kick, sondern einfach mal glatt durchziehen. Ja, hat er jetzt nicht unbedingt gemacht mit 135 Stundenkilometern. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Gegner reagiert. Ja, da sieht man schon. Der kann was. Weiß, er ist Cardenas und ich kann was. Joa. Tommy gleich unter Druck. Das könnte ein enges Höschen werden. Sehr schön gespielt. Super gespielt. Kontern, ja, ist aber unsere Taktik momentan funktioniert nicht so gut. Ich würde die Aufschlaggeschwindigkeit auch wieder rausnehmen. Beim zweiten würde ich dann vielleicht ein bisschen mehr Kick mit reinnehmen, um die Ballwechsel ein bisschen abzukürzen. Vielleicht auch mal Dropshot, obwohl er relativ flott aussieht. 15:30. Guter Aufschlag. Platziert die Bälle unglaublich gut, der Gegner. Und da gibt es die ersten zwei Breakbälle. Also, Cardenas ist doch eine andere Hausnummer. Da müssen wir versuchen, von der Taktik her reinzukommen ins Spiel. Sehr guter Winkel. Tommy bringt ihn noch rein. Und sehr schön. Kein guter Netzangriff vom Gegner. Ein Breakball abgewehrt. 30, 40. Bleibt an der Netzkante hängen. Glück gehabt für Tommy. Kein besonders guter Angriffsball. Der wäre schwer geworden. Guter Erster. Sehr gut. Clever aufgebaut. Also man sieht jetzt schon, Tommy baut sich die Punkte einfach auch gut auf. Das Stresslevel beim Gegner ist schon wieder da. Uah. Also die Bälle aus dem Halbfeld sind nach wie vor noch verbesserungswürdig. Ich weiß gar nicht, wo ich die trainieren kann. Aber da machen wir viele einfache Fehler. Da wieder ein super Winkel. Bringt der Gegner aber wieder zurück und kontert. Breakball für den, was war es, Ecuadorianer, Venezuelaner, Südamerikaner auf jeden Fall. Stark gekontert. Cardenas holt sich das Break zum Auftakt des Matches. Bedeutet für uns, wir schauen nochmal, ob wir noch was verbessern können. Wir spielen eigentlich schon sehr riskant. Bei ihm, ich sehe da keine Schwäche, weder Vor- noch Rückhand. Distanz zur Grundlinie, wir können ein bisschen näher an die Grundlinie mal rangehen und versuchen, da was zu machen.
So, erster Return. Wir schauen uns mal seinen Aufschlag an. Wie der denn generell so ist. Ja, stimmt, wir wollten den Aufschlag attackieren. Das ist eine seiner Schwächen. Der fällt weg. 15 love. So, 15-0. Der Aufschlag war schwach. Attackieren wir gleich mal den ersten Aufschlag, um ihn da in Probleme zu bringen. Er wirft den wirklich mehr oder weniger nur rein. Also da können wir schon richtig drauf gehen, um ihn da in die Bredouille zu bringen. Da stehen wir schon fast im Feld. Und da sehen wir, genau das ist die Taktik, so muss es sein. Das finde ich auch so gut an dem Spiel, dass man das sofort sieht, wenn man das umstellt. Wir wollen jetzt gleich das Rebreak haben. Serviert schon präzise. Aber Tommy haut drauf. Sobald er den zweiten Aufschlag nur reinbringt und reinwirft mit 123 Stundenkilometern, dann ist es eigentlich schon vorbei für den Gegner. Auch der erste wird gut attackiert, den bringt er nochmal zurück. Starke Rückhand. Müssen wir schauen, ob ihr Rückhand oder Vorhand da jetzt das Problem ist. Boah, sauber. Breakball für Tommy Haas zum Rebreak. So muss es sein. Wir müssen ein bisschen aggressiver jetzt auch reinkommen in die Ballwechsel. Erster Aufschlag kommt wieder nicht. Ganz, ganz schlechter Aufschläger. Tommy platziert den lange, genau, sehr, sehr schön. Nicht mit so viel Druck, aber schön lang vor die Füße gespielt. 1 zu 1. Das Rebreak ist da. Leichter 15 Vorhandfehler. love. Schauen wir mal, die Vorhand scheint nicht ganz so stark zu sein wie die Rückhand. Da, nächster Vorhandfehler, 30-0. 30 love. Haben jetzt langsam auch in die Taktik reingefunden, wie wir ihn attackieren können. Über den Aufschlag wird auf jeden Fall was bei seinem Aufschlag gehen. Second service. Bei uns haben wir noch nicht so richtig die Waffe gefunden. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht bei dem zweiten doch noch mal ein bisschen mehr Kick nehmen. Super. Ganz, ganz stark mit der Vorhand. Drei Spielbälle für Tommy. Wir kommen hier rein ins Spiel. Erster Aufschlagspiel, noch ein bisschen nervös. Hatten wir noch nicht die richtige Taktik gefunden. Jetzt läuft's besser. Und keine Chance für den Gegner. Richtig schön. 2-1. Tommy, Stresslevel beim Gegner war kurzzeitig mal sehr, sehr hoch. Jetzt wieder runtergegangen. Wie gesagt, sehr, sehr schlechter Aufschläger. Oh. Da hatten wir Glück, aber den spielt er weg. Jetzt ein bisschen Mut der Verzweiflung, dass er da ans Netz vorrennt, weil es von der Grundlinie gar nicht mehr funktioniert. Wieder über den zweiten gehen. Beim zweiten Aufschlag einfach keine Chance. 15 Euro. Keine Chance für den Gegner. Da muss er unbedingt dran arbeiten. Ja, da war wieder, 30, 15. sobald Tommy im Feld steht und diese Bälle, die sind total schwierig. Schöner Ball von Tommy. Oh, aber auch 14, gut, gut 15. noch gemacht am Netz. Der war nicht leicht. Vor die Füße gespielt. Und trotzdem kann er den noch relativ gut rüber platzieren. Zwei Spielbälle zum 2-2. Kein gutes Return-Spiel von Tommy. Knapp weg. Zwei beide. Gutes Spiel. Wirklich gutes, interessantes Spiel. Schau mal. Und da wird Tommy Haas gebreakt. Also 2 zu 3 Break hinten im ersten Satz. Da bleiben wir jetzt mal drin. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hat er uns eigentlich als den besseren Spieler auf dem Zettel? Guter Return. Der ist weg.
015. Lauf 15. Also zum ersten Mal wieder seit langem, dass wir hier in der Bredouille sind. Dachte, wir hätten jetzt eine gute Taktik gefunden. Aber der zweite Aufschlag wieder 0,30. Kommen wir direkt wieder zurück. Das zweite Mal in dem Satz, dass wir einem Break hinterherlaufen. Second Service. Boah, eigentlich noch ein gutes Slice-Vorhand von Tommy, da die Linie entlang, aber den setzt er dann doch noch auf die Linie. Guter Netzspieler, der Gegner. So, 15:30, zweiter Aufschlag, attackieren. Nicht gut genug, absolut nicht gut genug, der Return. Müssten wir doch vielleicht gleich nochmal Anpassungen vornehmen. Momentan läuft es wirklich in die andere Richtung. Der Gegner spielt uns rund. Wenn der erste Aufschlag kommt, gut platziert. Tommy attackiert einfach auch nicht aggressiv genug. Da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr machen. Und da ist es 4:2 für den Gegner. Also er spielt sehr druckvoll von der Grundlinie. Sehr gut. 15, wow. Da sehen wir, wie wichtig diese Fähigkeiten einfach sind. Und so macht es auch viel mehr Spaß. Also 2:4 im ersten Satz. Wie können wir da zurückkommen? Sauber. Gute Taktik. Jetzt wieder aus dem Halbfeld. Diesmal macht das besser. Gar nicht so fest gespielt, sondern einfach in einem guten Winkel, sodass der Gegner da nicht mehr rankommt. Return. Ganz, ganz stark. 13, 15. Ich gehe jetzt eher mal auf die Vorhand. Weil ich finde, seine Rückhand ist schon etwas stärker als die Vorhand. So, Esther kommt leider nicht. Beide. Hat eigentlich keine Schwäche so richtig. Auch die Vorhand war jetzt wieder stark gespielt. Sehr guter Erster. Ja, super Return. Oder super Konterschlag. Passierschlag, Crosscourt am Netz. Den Gegner da überrascht. Ach, gut gekontert. Den kriegt er nicht mehr zurück. Muss wieder über Einstand gehen. Ups. Nee. Also es läuft nicht wirklich gut. 4:2 für den Gegner. Breakball zum 5:2. Aktuell finden wir hier kein Mittel. Aber der Passierschlag sitzt, dachte ich. Nee, aber der sitzt. Tommy wehrt ihn ab. Gegner mutig ans Netz vorgegangen. Ich dachte schon, der erste wäre eigentlich ein guter Passierschlag. Second Service. Super. So, Spielball zum 3:4. Wir müssen drin bleiben. Stresslevel beim Gegner steigt wieder etwas an. Tommy ist eigentlich sehr, sehr ruhig. Spielt Surf and Volley mutig. Der Gegner haut den Ball ins Netz. Ein bisschen davon beeindruckt. Ja, aber eigentlich müssten wir doch bei seinem Aufschlag schon richtig was machen können. Das muss doch eigentlich hinhauen. Wir haben jetzt hier nur die Dropshot-Bereitschaft, wobei wir bislang eigentlich kaum Dropshot spielen. Mehr Topspin oder mehr Slice, Down the Line oder sonst irgendwas, das ist mir persönlich erstmal wurscht. Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Low 15. Jetzt alles einfach mal ein bisschen aggressiver. So, der erste Return, da sind wir jetzt natürlich auch sehr, sehr aggressiv und stehen dicht im Feld. Second Service. Aber das muss doch bei ihm eigentlich Schaden anrichten. Genau so. Genau so. 0-30. Low 30. Der Gegner hat sich jetzt beruhigt. Lustigerweise geht bei uns das Stresslevel hoch. Second Service. Ja, gut. Haben wir Glück gehabt. Gleichzeitig war es aber natürlich auch eine gute Vorlage für den Gegner. 15-30. Geht wieder über den zweiten. Sehr gut. So muss das. Genau so muss das. Zwei Breakbälle, Tommy Haas. Leichter Rückhandfehler eigentlich, aber hat schon lustigerweise auch am Geräusch gehört, wie der ein Misshit war. Nicht offensiv genug gespielt. Jetzt muss Druck kommen. Nee, spielt ihn nur zurück. Nee, das war gar nichts. War einfach gar nichts. Muss grundsätzlich aggressiver spielen. Grundsätzlich offensiver. Ein guter Konterspieler, wirklich gut gespielt. Kann man Tommy jetzt auch nicht viel Vorwurf machen dabei. Wenn der erste Aufschlag kommt und er platziert ihn, dann ist Tommy nicht da. 5-3. Breakbälle abgewehrt. Ich dachte jetzt eigentlich, wir könnten da wieder zurückkommen, aber jetzt müssen wir erstmal gegen den Satzverlust servieren. Tommy haut einen Ass raus. 175 Stundenkilometer haben wir nicht so häufig gesehen bislang. Sehr, sehr schön. 30-0. Schauen wir mal, das Aufschlagspiel müsste doch eigentlich durchgehen. Hoppala. Oder auch nicht. War ich zu voreilig. Jo, erster Satz weg. 3-6. Geht das an Cardenas? Da dachte ich eigentlich, ich würde mal zum 5-4 vorspulen. Da verlieren wir den ersten Satz. Und bislang habe ich noch nicht so ein richtiges Mittel gefunden gegen den Gegner. Nochmal näher an die Grundlinie vielleicht ran, damit wir den Ball früher bekommen können. Ich mache es hier nochmal näher ran. Wir müssen die Ballwechsel ein bisschen kürzer halten. Der Gegner ist uns in den Rallyes zumindest nicht unterlegen. Da, zack, Konter. Einfach nicht gut genug gespielt. 15-0. Und wieder. Wieder ausgekontert. Natürlich. 15. Vielleicht sollten wir den Gegner auch einfach mal Fehler machen lassen, aber macht auch keinen Sinn. Er spielt da sehr sicher und Tommy haut auch den ins Aus. 40-15, Cardenas schlägt auf zum Spielgewinn. 1-0 im zweiten Satz. Tommy mit viel Risiko, den bringt er zurück. Kommt der Passierschlag, er kommt, kein guter Angriffsball. Also Cardenas ist wirklich gut drauf. Und so muss es sein. So fühle ich, habe ich jetzt auch gleich viel mehr Spaß, weil ich auch einfach rausfinden möchte, was können wir hier machen, damit der Gegner schwächelt. Ich dachte eigentlich, dass wir seinen Aufschlag so gut attackieren können, dass da was gehen sollte. Jetzt heißt es erstmal Sicherheit finden beim eigenen Aufschlagspiel. Das war schon mal sehr gut. 15-0. Sehr, sehr gut nach außen aufgeschlagen, so ein bisschen Mühle gespielt, mehr oder weniger. Second Service. Boah. Aber so viele sind uns in den letzten Turnieren auch eher selten passiert.
Da ist dann jetzt das Selbstvertrauen oder weiß nicht, was angeknackst ist. Vielleicht liegt es auch am Hardcourt, den wir jetzt aktuell momentan auch nicht gewöhnt sind. Ja, die Vorhand ist heute unsere Stärke. Schön gewesen. Drei Volleys hintereinander, das ist dann doch einer zu viel für Tommy. Also noch ein Spielball zum 1 beide. Ein bisschen mit Kick reingespielt diesmal. Und der Doppelfehler. Eieieiei. Sehr gut. Aggressiv bei Einstand. Und wieder der Vorhand-Winner. Machen das jetzt doch wieder so, dass wir ihm häufiger mal in die Vorhand spielen, dem Gegner. Genau, da macht er nämlich momentan Fehler mit der Vorhand. Also eins beide. Und jetzt heißt es wieder Aufschlag attackieren. Aber dass der da immer so gut mit durchkommt, mit seinen präzisen Aufschlägen. Boah, der war, hat eine gute Länge gehabt. Da steht Tommy dann vielleicht auch zu dicht an der Grundlinie. Das ist nicht so gut. Ich gehe mal vom Wert runter, beziehungsweise ich mache ihn mal auf 0. Dass wir in der Rallye nicht ganz so dicht dran stehen. Vielleicht passieren auch deswegen so viele Fehler. Nee, den kriegt er nicht mehr. Keine guten Passierschläge. 30-0, schon wieder fast das Aufschlagspiel weg und wir haben noch keinen wirklichen Fuß drin gehabt. Nee, 40-0, wieder aggressiv und gut gespielt. Drei Spielbälle zum 2-1. Sehr guter Return. So, ein bisschen warm schlagen und Tommy auf den Volley mit der Rückhand wieder ins Aus. Besonders schwer war der nicht, den hätte ich vielleicht sogar geschafft. So. Keine Chance beim Aufschlagspiel des Gegners. Wie gesagt, in den Rallies stehen wir nicht mehr ganz so dicht an der Grundlinie. Der Gegner ist aggressiv. Dann haben wir vielleicht auch mehr Möglichkeiten, den zu holen. Der kommt noch rein, der Ball. Ja, jetzt ist es dann irgendwann auch rum. Das Feld links war die ganze Zeit offen, aber er holt sich den Punkt am Netz. Südamerikaner ist am Drücker. Second Service. Boah, sehr, sehr gut. Sehr gut gespielt von Tommy. Dicht an die Linie ran mit viel Risiko. Ja, das war's. Auf die Duelle sollten wir uns nicht unbedingt einlassen. Die Rückhand nicht getroffen. 15:30. Sehr guter Erster. Und der ist weg. Super durch die Mitte. Aufgeschlagen. Die Aufschlaghärte ist bei uns natürlich auch noch nicht gut genug mit 164 Stundenkilometern. Aber wieder durch die Mitte. Sehr gut nachgegangen. Jetzt Druck machen. Eieiei. Wo ich sage, Druck machen, spielt Tommy in etwas leichter rein und zack, haut er den mit der Vorhand uns um die Ohren. Wie gesagt, guter Konterspieler, er kann aber eigentlich auch alles wirklich gut. Ja, super. Nicht gut vorbereitet. Hätte vielleicht eher den Vorhand-Slice spielen sollen, dann hätte er mehr Zeit gehabt, um ans Netz zu rennen. Ja gut, Spielball für Tommy Haas, zweiter Satz zum 2 beide. Damit würden wir drin bleiben
im Satz. Jetzt ist 3-1, wäre schon fast eine kleine Vorentscheidung. Den spielt er weg, zwei beide. Wir ballen die Bäckerfaust und schauen mal wieder ins Return-Spiel rein. Stark gespielt. Ganz, ganz stark. Eigentlich war der Passierschlag von Tommy auch gar nicht schlecht, aber die Hitbox, wie gesagt, ist relativ groß bei den Spielern. Aber den heute rein. Super. Einhändige Rückhand, die Linie entlang. 15 beide. Wieder Surf and Volley gespielt, mutig beim Gegner. Den bringt Tommy noch zurück. Den auch, aber den kriegt er jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Doch, auch nochmal. Komm, Tommy. Nee. Schade. Aber schöner Ballwechsel. Ist zu lang, lässt er durch die Beine durchgehen. Zwei Spielbälle für Cardenas. Und wieder der einfache Spielgewinn für den Gegner. Also wir haben deutlich mehr Probleme. Ich glaube auch, dass das Aufschlagspiel jetzt hier entscheidend sein wird. Ob wir da nochmal zurückkommen können. Das hat sich irgendwie abgezeichnet, dass das nichts wird. Sehr gut. Guter Erster auch von Tommy. Attackiert den zweiten, aber macht den Rückhandfehler. 30-15. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt. Ein bisschen mit Kick natürlich auch reingespielt, den zweiten. Dann schwieriger, den zu kontrollieren. Der sah eigentlich ordentlich aus, aber leicht seitlich weg. Aber schön auch mal ein bisschen kürzer gespielt, den Aufschlag. Knapp hinter das Netz. Sehr gut. Endlich mal machen wir auch den Punkt am Netz. War eigentlich nicht gut vorbereitet, aber der Gegner hat da ein wenig richtig Druck auf den Ball bekommen. Und den setzt er leider ins Aus. Trotzdem eine gute Idee. Erst der sechste Rückhandfehler. Eigentlich ist das nicht so viel. Boah. Mensch. Hat er aus der Defensive den Ball wirklich lang und gut zurückgebracht. Tommy hat dann keinen Druck drauf bekommen. Und dann der Konterschlag mit der Rückhand um die Ohren. Geht wieder über einen Stand bei 2-3 im zweiten Satz. Der ist aus. Jetzt wird's eng. Breakball für Cardenas. Boah. Puh. Da hatten wir Glück, dass sein Stresslevel so hoch war. Also er wusste jetzt auch jetzt das Break. Dann sieht's gut aus für das Match. Schön mit Kick. Mit Kick durch die Mitte. Wieder Spielball für Tommy Haas. Ganz, ganz wichtig jetzt das 3-3. Wieder gut serviert. Feld ist offen. Sehr gut. Rückhandgewinner Nummer 15. Also da ist auf jeden Fall die Bilanz richtig gut. Ach, Tommy. Das war wirklich ein sehr, sehr leichter Vorhandfehler. Da waren wir eigentlich gut in der Offensive. Wieder 30-0. Es geht so schnell weg beim Gegner. Beim Aufschlag. Ich will ganz kurz nochmal die Taktik anschauen. Wir sind da sehr, sehr aggressiv. Wir stehen im Feld drin. Die Dropshot-Bereitschaft, den wir aber eigentlich nie spielen, ist auch nicht schlimm. Wir brauchen auch keinen Dropshot eigentlich. Sollen wir mehr Slice spielen? Ich würde vielleicht den Slice einfach mal ein bisschen probieren.
bisschen Tempo auch immer mal rauszunehmen und den bringen wir auch wieder nicht zurück. Eieiei. Aber wenn wir es nicht machen. Das war mehr als souverän. Wenn wir es nicht machen, nicht so aggressiv reingehen beim Aufschlag, dann haut er uns die Winner um die Ohren. Da haben wir überhaupt keinen Fuß in die Tür bekommen. Schön. Schön laufen lassen. Second Service. Leider der Passierschlag, den müssen wir noch trainieren. Das macht uns auch zu schaffen, dass er so häufig ans Netz kommt. 15 beide, 3 zu 4. Second Service. Ja, da wollte Tommy, glaube ich, auch mal Surf and Volley spielen, so wie er danach gerückt ist. Sehr gut. Druckvoll. Ja. 30-15. Klasse Return. Das war der erste Aufschlag durch die Mitte glatt durchgezogen. Ich meine, 153 ist nicht schnell, aber den direkt zu attackieren, Respekt. Ganz wichtiger Punkt. Den spielt er seitlich ins Aus. Für uns ganz wichtig, dass es ein einfacher Punkt war. Mit dem Rücken zur Wand. 40-30. Vier Kick reingespielt, vier beide im zweiten Satz. Geht ins Finale. Wir bleiben mal dran. Beziehungsweise das Return-Spiel machen wir mal Punkt für Punkt. Ja. Da ist dann das 5 zu 4. Für Cardenas. Jetzt schlagen wir auf gegen den Matchverlust. Können wir drin bleiben im Turnier, im Match? Oder war es das für uns in der zweiten Runde? Haut er ins Aus, aber auch ein schöner Passierschlag von Tommy. Boah, der rutscht richtig weg, der Slice, Vorhandball. Aber war dann doch zu defensiv gespielt vom Gegner, 30-0. Ich freue mich schon so, wenn wir da auf die ATP-Tour kommen, dann gibt es quasi immer so Spiele. Dann haben wir ja auch noch unsere anderen Spieler, die wir ja auch auf die Junior-Events immer mal schicken können. Da können wir sicherlich dann auch mal ohne 3D-Event durchwinken. So, 40-0, drei Spielbälle zum 5 beide. Nicht das beste Return-Spiel von Cardenas, der jetzt viel Risiko geht. Vorhandfehler Nummer 11, 5 beide. Mehr Entscheidung geht kaum im zweiten Satz. Der ist zu lang. Zweiter Aufschlag. Truff, Tommy. Stresslevel wieder hoch beim Gegner. Bislang aber überhaupt keinen Effekt gehabt, das hohe Stresslevel. Bessere Winkel spielen. Super. Ein guter Angriffsball, da hätte er früher schon bessere Winkel spielen müssen, auch auf die Vorhandseite. Dann hätte das früher schon in unsere Richtung gehen können. Ja, Surf and Volley. Sehr gut, sehr gut. 15-30. So dicht waren wir schon lange nicht mehr dran. Jetzt wackelt er ein bisschen zum Ende des zweiten Satzes. Eigentlich nicht gut genug der Aufschlag, um zu attackieren. Tommy setzt ihn ganz dicht neben die Linie. Und super Return. Auf den Körper gespielt.
Da weiß er nicht, was er machen soll. Breakball zum 6 zu 5. Ja, genau, das habe ich auch gerade gemacht. Mir den nicht vorhandenen Schläger gegen den Kopf gehauen. Super serviert. Ja, stark. Also wir sind jetzt dran am Drücker. Der Gegner ist zu defensiv. Macht sich zu viel Gedanken. Spielball zum 6-5. Das gibt's doch nicht. Also das waren jetzt zwei wirklich sehr, sehr leichte Fehler bei Tommy. Unglücklich. Also wirklich unglücklich jetzt gerade. Die Phase. Spielball zum 6-5. Ja, stark gespielt. Wirklich gut gespielt. Gute Länge in den Bällen. Und dann weggemacht. Also, 6 zu 5 für Cardenas. Wir hatten unsere Chancen zum Break. Jetzt heißt es aber einfach reinkommen in den Tiebreak. Na, das war jetzt keine Situation, um anzugreifen. 0-15, jetzt wird's schwierig. Guter Erster. What the fuck, wo hat er den denn hergeholt? Mann, Mann, Mann. Das war mal ein Duell. Da stand er gar nicht gut zum Ball. Ach, einfacher Fehler. Aber sehr aggressiv jetzt auch der Gegner beim Return. 15-30, zwei Punkte noch bis zum Matchgewinn. Für Cardenas. Jetzt müssen wir über den zweiten gehen. Zwei Matchbälle für Cardenas zum Einzug ins Viertelfinale. Und der ist seitlich weg. Also 3 zu 6, 5 zu 7. Wir scheiden leider aus. War ein enges Duell. Ich hatte mir da mehr von erhofft. Wir haben viele einfache Fehler gemacht. 32, aber auch 40 Winner. Der Gegner war aber einfach konstanter. Der hat präziser gespielt. Weiß nicht genau, woran es jetzt lag, aber trotzdem auch schön, dass es auch mal wieder in die andere Richtung geht. Also 3 zu 6, 5 zu 7. Wir kommen mal zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie es da jetzt genau ausschaut. Also zweite Runde beim Challenger-Event war dann für uns Ende. Cardenas spielt jetzt gegen Han. Han Solo. Wahrscheinlich spielt er nie Doppel. Ja, er hat aber auch ordentliche Werte, auch von der Physis her sehr stark. Die Vorhand, die Präzision ist halt sehr, sehr beschissen. Aber trotzdem, ich bin ganz froh, dass wir jetzt auch mal wieder auf den Sack bekommen haben. Ich habe alles versucht, um das Ding zu gewinnen, aber es sollte dann halt einfach nicht sein. Wir haben jetzt sogar rein theoretisch noch 18 Trainingsstunden übrig mit Tommy. Und nächstes Turnier Eckental in Woche 51, da sollten wir natürlich aufpassen. Aber was brennt denn so unter den Nägeln? Ich glaube, das Stellungsspiel können wir nochmal verbessern. Das machen wir aber lieber gleich, wenn wir nicht mehr bei 100% sind. Wir müssen den Passierschlag auf jeden Fall verbessern. Und den Aufschlag sollten wir auch nochmal verbessern. Dann machen wir ein bisschen Stellungsspiel. Nochmal 3 Stunden und Aufschlagpräzision. Den Rest. Und Louis Herrmann haben wir ja, glaube ich, schon trainiert. Der hätte noch 13 Stunden übrig. Aber da ist die Kurzzeitform auf 0, genau so war's. So, schauen wir mal. Also Runde 2 haben wir erreicht. Bedeutet in der Weltrangliste erstmal keine Veränderung. $750 haben wir verdient. Ist jetzt nicht gerade viel. Aber wir nehmen es mit. Und wir sind zum Glück in Eckental ins Hauptfeld gerutscht, weil sich das Turnier in unserem Heimatland befindet. Tommy Haas kommt aus Deutschland, wie man ja weiß. Das ist doch schön.
Also Wildcard für Tommy Haas beim nächsten Event. Deswegen würde ich mich jetzt für die Folge verabschieden. Nächste Woche geht's dann nach Eckental und dort versuchen wir natürlich auch wieder schön weit zu kommen. War ein interessantes Spiel. Ich habe versucht, taktisch mit meinem Tenniswissen eben alles rauszuholen. Trotzdem 3 zu 6, 5 zu 7 gegen Cardenas. Wir schauen mal, wie das denn dann weiterging. Wo sehe ich das jetzt genau? Alle Turniere. Das ist jetzt Woche 50. Ich würde eigentlich ganz gerne der Woche davor nochmal schauen. Haben wir jetzt schon wieder 42 Trainingsstunden. Kann ich denn das jetzt nochmal nachschauen? Alle Turniere. Ah, okay, hier kann ich hochscrollen. Da sehe ich es jetzt gerade. So, dann sehen wir hier Woche 49, Lanzarote. Da würde ich gerne mal schauen. Da hat sich im Endeffekt. Sind wir? Cardenas hat dann relativ glatt gegen Yong Han verloren. Das überrascht mich. Yong Han dann im Finale gegen Zarak aus Kroatien verloren. Also das ist für mich dann eher überraschend. Ich hatte jetzt schon auf Cardenas gesetzt, der ja generell auch gut in Form war. In Puebla Halbfinale gespielt, hier Viertelfinale. Verbessert sich immer mehr. Platz 250 zu Saisonbeginn. Naja, da war er eigentlich sogar noch mal stärker. Kurzfristig. Am Anfang wenig Turniere gespielt, aus den Top 200 oder Top 300 rausgefallen. Nun gut. Also, gewonnen hat er das Turnier nicht. Wir können jetzt hier schauen, Woche 50 müssen wir natürlich ein bisschen darauf achten, dass wir Tommy nicht platt trainieren, damit wir in Eckental bei unserem deutschen ersten Challenger auch hochmotiviert an den Start gehen können. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Schauen. War ein spannendes Spiel. Wir haben es leider verloren, aber wir kommen stärker zurück in Eckental. Bis dann.